Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy. Ja, wie ihr seht, habe ich es jetzt endlich mal geschafft. Ich habe herausgefunden, wie man das UI ausschaltet, beziehungsweise auch wieder anschaltet, um halt bessere Screenshots machen zu können. Finde ich schon sehr, sehr geil. Wir sind in der letzten Folge hier bei der guten Miune, glaube ich, heißt sie, genau, stehen geblieben. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen umgeschaut, ein bisschen schlau gemacht mit der Steuerung. Also ich habe nichts gefunden, dass man die Steuerung auf normal umstellen kann. Das ist anscheinend nur die klassische Steuerung vom MMO. Das wird natürlich noch sehr viel, ja, Unmut bei mir erzeugen. Aber mal schauen, wie wir hier noch weitermachen werden. Was ich wohl mitbekommen habe, dass man das Ganze angeblich auch mit dem Controller spielen kann. Das werde ich mal ausprobieren, allerdings noch nicht jetzt, weil mir das zu spät eingefallen ist, ehrlich gesagt. Dann habe ich noch was herausgefunden mit Ü. Hier steht, kann ich zum Heimatpunkt zurückkehren. Sollte es aber eigentlich nicht sein. Ach nee, es war Ä und nicht Ü, genau. Wenn man auf Ä drückt, dann hat man hier verschiedene Emotes, die man wohl benutzen kann. Was ich sehr traurig finde. Weil ich möchte endlich mal hier weitermachen. Und mich dann darüber freuen, was ich alles für Quests erledigt habe. So, aber nun genug von dem Getanze. Das nur so eben als kleinen Hinweis. Also wenn man R drückt, dann hat man verschiedene Emotes. Wenn man K drückt, kann man sich wohl die Angriffe hier ansehen. Also ganz durchgeblickt habe ich noch nicht. Aber es scheint so, als ob das die Angriffe sind, die ich erlernen kann. Beziehungsweise das mit dem Stein kann ich wohl schon. Und hier kann man noch durchklicken auf Rolle, was auch immer das jetzt sein soll. Und auf Eigenschaften. Ich denke mal, das hat alles nur mit den Angriffen zu tun. Also ganz genau verstanden habe ich es noch nicht, aber wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Mit M kann man sich so eine kleine Minimap hier heraufbeschwören. Die kann man allerdings auch sehr stark vergrößern. Also wenn man hier wirklich mal gucken möchte, wo man eigentlich hin möchte und wo man gerade ist. Und ja, ich denke mal auch, dass Ziele hier mit markiert werden, das müsste ich dann gleich mal gucken, dann kann man auf M drücken. Das Inventar hatte ich euch noch nicht gezeigt, aber ist halt ganz normal bei I, wie bei den anderen auch. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich euch noch zeigen wollte? Achso, Charakter, das kann man über C aufrufen. Da stehen dann die ganzen Werte drin, die man zurzeit hat. Wo ich selber jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz bei allem durchgeblickt habe. Da steht, ja, unter Titel steht mein Name, was sehr intelligent ist. Ausrüstung optimieren weiß ich noch nicht so genau, was das ist. Ich glaube, da kann man sich wohl Sachen kaufen oder so. Aber ja, vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Namenstag und so weiter steht drin. Also alles, was man halt ausgesucht hat, wo die Anfangsstadt ist, wo man startet. Es wird ja automatisch anscheinend ausgemacht an dem Charakter selber. Und hier ist nochmal eine extra Übersicht über die Klasse, also bei mir wäre es ja jetzt Magier und die Jobs. Da habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht. Nach dem, was ich, wie ich das verstanden habe, ist es wohl so, dass man leider nicht wie bei jedem anderen MMO die Jobs von Anfang an leveln, also machen und leveln kann, sondern das kommt erst viel später. Ich glaube, ab Level 35 war es. Oder ab Level 40. Was dann wohl auch der Grund ist, weshalb man bis Level 35 überhaupt spielen darf. Weil bis Level 35 wird man, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber hat man wohl, so wie ich es verstanden habe, die Hauptgeschichte oder den ersten Teil der Hauptgeschichte, wie auch immer, durchgespielt, bekommt einen bestimmten Titel und dann fängt es an, so richtig Spaß zu machen sozusagen. Und ja, das ist halt das, woran man dann versucht, oder womit man dann versucht, die Leute natürlich zu kriegen. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie das bei uns laufen wird. Ja. Wir werden jetzt erstmal mit Miune nochmal sprechen. So, fast wie zu Hause. Miune, die Besitzerin des gleichnamigen Hexenstübchens, möchte dir die Grundlagen des Abenteurer-Daseins in Gridania vermitteln. Das machen wir doch mal glatt.
Als offizielles Mitglied der Abenteurergilde solltest du dich auf jeden Fall in Gridania auskennen. Deshalb stelle ich dir 3 Aufgaben, die dich zu den wichtigsten Einrichtungen führen werden. Deine erste Aufgabe ist ein Besuch beim Etheryten. Dieser massive Kristall steht in Neugridania, nördlich von hier. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Oh, ich kann ihn mal lesen. Nein, ich kann von ihr keinen Screenshot machen. Mist. Doch, kann ich doch. Falsche Taste. Der Etheryt ermöglicht dir einen unmittelbaren Transport und ist somit eine unverzichtbare Hilfe im Leben eines Abenteurers. Wenn du den Kristall ausfindig machst, musst du lediglich dessen Oberfläche berühren. Ein Mitglied des Klageregiments ist vor Ort, um dir weitere Anweisungen zu geben. Ich finde übrigens die, nicht Gläser, die Fenster hier im Hintergrund sehr, sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an eine Kirche. Deine zweite Aufgabe ist ein Besuch bei der Gilde der Druiden. Es gibt keinen besseren Ort, um die Künste der Druiden zu erlernen. Sprich mit Madel, sie wird dir die Vorzüge eines Gildenbeitritts erklären. Deine dritte und letzte Aufgabe ist ein Besuch der Märkte im Herzen von Alt-Gridanias Handelsbezirk. Dort findest du Waffen und Rüstungen sowie zahlreiche Gegenstände, die eine Abenteurerin auf ihren Reisen benötigt. Es gibt auf den Märkten jedoch mehr zu tun, als Waren zu verkaufen und zu verkaufen. Sprich mit Parse Motret und befolge seinen Rat. Es ist allerdings zuweilen etwas krantiger Geselle. Biete ihm daher am besten eine meiner hausgemachten Aalpasteten an. Wie so viele Männer ist er deutlich umgänglicher, wenn sein Magen gefüllt ist. Hier, nimm dir eine Pastete. Oh ja, wie recht die da hat. Auch wenn das jetzt nicht auf die Aalpastete bezogen ist. Du hast deine Aufgaben erhalten, Eve. Möge Nofika dich auf deinem Weg begleiten. Ah, eine Sache noch. Wenn du unterwegs auf Einwohner der Stadt triffst, die deine Hilfe benötigen, zögere nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Ich bin mir sicher, sie wären hoch erfreut, eine Abenteurerin zu treffen, der sie ihre Nöte anvertrauen können. Anfangs wird dir niemand weltbewegende Belange anvertrauen. Doch mit jeder guten Tat wird dein Ruf wachsen und mit der Zeit wirst du wichtigere Aufträge angeboten bekommen. Okay. Oh, wie süß, ein kleiner Junge. Außerdem empfehle ich dir, mit dem Lehrmeister zu sprechen. Er kann dir ein paar Tipps geben, um dir den Start ins Abenteuer zu erleichtern. Hi. Ja. Auftrag angenommen. Das ist schön. Warum das jetzt so komisch hier dargestellt wird, weiß ich allerdings nicht. Hallo? 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 Ich will doch nur spielen. Do you want to play hide and seek? Anscheinend, ja. Okay, wo ist der Typ denn jetzt? Da. Das war die falsche Taste, mit der ich mich drehen konnte. Guten Tag. Sei gegrüßt, Abenteurerin, und willkommen in der Anfängerarena. Ich bin im Namen der Abenteurergilde hier, um Neulingen zu helfen. Deine Ausrüstung sieht noch so neu aus. Du bist noch nicht lange als Abenteurer unterwegs, habe ich recht? Dann gibt es bestimmt ein paar Dinge, bei denen ich dir helfen kann. Eorzea braucht neue Abenteurer. Deswegen brauchen wir Neuankömmlingen unserer Zunft, den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Wer noch nicht viel Erfahrung unter seinem Gürtel hat, wird bei uns ganz einfach Neuling genannt. Wir glauben fest daran, dass man unsere Zunft nicht aus Büchern und Schriftrollen lernen sollte, sondern von erfahrenen Abenteurern und Abenteurerinnen. Solche gestandene Männer und Frauen, die ihr Wissen an Neulinge weitergeben möchten, nennen wir Mentoren. Wenn du einmal nicht weiter weißt, solltest du dich zuerst an einen Mentor wenden. Ein Mentor weiß, wie es sich anfühlt, am Anfang seiner Karriere zu stehen und von den rasanten Ereignissen und vielzähligen Möglichkeiten,
die ihr Orzia zu bieten hat, erschlagen zu werden. Vielleicht begleitet dich ein Mentor sogar auf die ersten Schritte deiner Reise. Wenn du mehr über Neulinge und Mentoren erfahren möchtest, sprich mich doch einfach wieder an. Ich habe meinen eigenen Mentor, die Prue. okay, ich will dich eigentlich gar nicht ansprechen. Kann ich denn auch woanders hingehen? Eigentlich ja, ne? Hauptmenü, ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Spieler und Spielerin, die Abenteuer, nennt man Neuling. Ja, das haben wir ja gerade erfahren, bla bla. Kanalchat für Neulinge. Ich will in gar keinen Chat rein. Kann man den eigentlich verkleinern? Ah, sehr schön. Dann stört das nicht ganz so. So, was möchtest du fragen? Ich möchte nichts fragen, ehrlich gesagt. So. Ich soll einen Ätherythen berühren. Wenn ich wüsste, wie das Ding aussieht, dann würde ich ihn berühren. Ah, Moment, mit dem soll ich auch sprechen. Bernadette hält am Ätherythenplatz nach fähigen Abenteurern Ausschau. Ja, das ist doch schön. Oh, ein bekanntes Gesicht. Bist du neu in der Stadt? Ein unbekanntes wahrscheinlich. Ich weiß, wer vielleicht eine Aufgabe für dich haben könnte. Wenn du Interesse hast, dann sprich mit... Oh Gott. Chance de Loup von Nofikas Schar. Du findest ihn vor der Waldläufergilde. In letzter Zeit kommt es immer häufiger zu Monsterüberfällen. Da können Abenteurer wie du sich bestimmt nützlich machen. Okay. Ja, kein Thema. Ich habe zwar noch keine wirkliche Ahnung, was ich jetzt wie hier machen muss, aber ich glaube, ich verstelle mich hier mal so ein bisschen nach hinten, weil sonst sehe ich hier irgendwie gar nichts. Kann ich hier was mit machen? Ah. Ah, ich habe mich harmonisiert. Was heißt das jetzt? Hallo Abenteurerin, du scheinst zu beherzigen, was Mion dir aufgetragen hat. Ich bin Nika vom Klageregiment. Soll ich dir zeigen, wie du einen Ätherythen, was auch immer, benutzt? Dieser Kristall ist ein Ätherythen. Ätherythen, genau. In ihm fließt ätherische Energie, die wiederum mit dem ätherischen Eorzeas verbunden ist. Mit Hilfe des Ätherischen kannst du sozusagen in den Ätherfluss eintauchen und augenblicklich an weit entfernte Orte gelangen. Teleportation. Auch die Magie des Teleports und der Rückführung, die du auf deinen Erkundungen sicher häufig einsetzen wirst, beruht auf die Energie der Ätherythen. Es gibt sie so gut wie überall in Eorzea. Und wenn du außerhalb der schützenden Stadtmauern durch die Wildnis streifst, wirst du ihre Existenz schnell zu schätzen lernen. Du solltest dich auf Reisen allerorts zuerst nach Ätherythen umsehen, um diese zu berühren. Durch eine längere Berührung harmonisiert sich die Energie deines Körpers mit der des Ätherythen. Du kannst dich nur zu Ätherythen teleportieren, die du zuvor berührt hast. Also ich musste quasi aktivieren. Was ist das denn hier eigentlich? Sehe ich ja jetzt erst. Hier hängen. Da oben sind auch überall Ostereier. Das ist ja cool. Aber du brauchst nichts zu überstürzen. Besuch erstmal die Ätherythen in der Umgebung von Gridania, einen nach dem anderen. Das wird dir ein Abenteuerleben erleichtern. Falls du mehr über Ätherythen oder Ätherreisen erfahren möchtest, bin ich gerne bereit, deine Fragen zu beantworten. Ja, ich möchte gar nichts mehr mit diesen Wörtern zu tun haben. So, ja, die Zusammenfassung brauchen wir jetzt nicht durchzulesen. So. Gute Abenteuerin ist schwer zu finden. Ja, das ist schön. Achso, das ist der, wo ich hingehen soll. Okay. Fast wie zu Hause. Den berühren, die Gilde der Druiden einen Besuch abstatten. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Sache mit der Karte. Wir sind hier. Das heißt, ich muss mich nach links halten, um irgendwas hier zu machen. Und da hinten ist auch nochmal großer Bruder. Ich glaube, das sind gar nicht die, wo ich hin muss. Aber wir laufen trotzdem mal dahin. Kann ich nicht. Ich kann nicht springen. Schade. Geht das hier rein? Oder? Moment, da steht einer. Idele von der Gilde der Zimmerer sucht jemanden, der einen Botengang übernehmen kann. Ja, kein Thema, gib her. Eine elegante Abenteurerin wie du kommt mir gerade recht. Falls du Zeit hast, möchte ich dich um etwas bitten.
Einer unserer jungen Gesellen soll sich um Reparaturen in Miketos Amphitheater kümmern. Aber vor lauter Aufregung ist er ohne seine Werkzeuge losgegangen. Na toll. Ey, die hat sogar die gleiche Frisur wie ich. Priscilla, das finde ich nicht nett von dir. Wie kannst du mich einfach so nachmachen? ja, ohne Werkzeuge losgegangen. Kannst du ihm schnell hinterherlaufen und ihm die Werkzeugkiste bringen? Ja klar, wenn ich weiß, wo der ist. Die Werkzeugkiste bekommst du von Lou Helig auf dem Spielplatz Eichelmatz. Oh Gott, hinter der Gilde. Geh zuerst zu ihm. Wo ist denn hier ein Spielzeug? Zimmerer am Amphitheater? Da muss ich hin, glaube ich. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier durch, oder? Rezeption, da kann ich anscheinend nichts mitmachen, weil der ist rot. Hier kann ich anscheinend auch nichts machen. Gildenmeister? Okay. Das ist auch offensichtlich nicht hinter dem Ding. Aber wo ist dann dahinter? Das ist die Frage. Da ist alles zu, da kommt man nicht dahinter. Ich finde, das sieht so niedlich aus. Überall liegen hier diese Osterkörbchen rum. Das ist total geil. Ja gut, wir haben auch Ostersonntag heute, ne? Ah, ich glaube, oder? Ist das der? Das sind zwei, das ist das Problem. Hi. Der kleine Niku Liax benötigt Hilfe. Och nö, die wollen alle nur meine Hilfe. Ich kenne euch, Abenteurer. Für eine Belohnung macht ihr alles, oder? Hallo, sehe ich aus wie ein Mädchen, was leicht zu rahmen ist? Geht's noch? Dann möchte ich, dass du Aunil zum Lachen bringst. Sie hat's nicht so mit Fremden. Daher solltest du dich zunächst einmal höflich vorstellen. Mit einer Verbeugung. Okay, Verbeugung. Okay. Ich hoffe, daran erinnere ich mich dann noch, wenn ich dann da bin. Sollte ich denn mit dir sprechen? Idele schickt dich. Yes! Einen Moment bitte. Hier, bring diese niegelnagelneue Werkzeugkiste zu Arthur. Er ist zu Miketos Amphitheater gegangen. Ja, ich dachte, da bin ich jetzt gerade. Weil da stand was von Amphitheater, okay. Hm. Ja. Gute Abenteurer, das ist das am Anfang. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal eben zum Anfang kurz zurück. Dann habe ich das nämlich schon mal aus meiner Liste raus. Oh, hier ist noch ein. Achso, die muss ich, glaube ich, zum Lachen bringen, oder? Okay, Moment. Verbeugung. Wo ist meine Verbeugung? Verbeugen. Kann ich jetzt mit dir reden? Hallo. Mit einer Verbeugung begrüßen. War das jetzt alles? Oder muss ich jetzt noch weitere Sachen machen? Yay! Tanzen. Tada, tada, tada. Aufmuntern. Lachen. Totlachen. Salutieren. Ich habe keine Ahnung. Achso, ich kann schon mit der sprechen. Moment. Ich denke, ich soll die zum Lachen bringen. Das scheint ganz gut gelaufen zu sein, aber sie sieht immer noch traurig aus. Versuche ihr gegenüber deine Freude zum Ausdruck zu bringen, damit sie weiß, dass du nett bist. Freude. Okay. Hallo Schwester, ich mache jetzt das gleiche wie du. Vielleicht. Wer weiß. Wo war das jetzt mit Freude? Das stand doch hier irgendwo. Freuen. Ah, hallo. Meine Freude. Ich will mich totlachen. Und tanzen. Tanzt die jetzt auch mal? Hallo? Tanzen. Super. Verbeugen. Und nochmal freuen. Und lachen. Willkommen. Und totlachen. Und anfeuern. Und ich kann immer noch nicht mit dir reden. Irgendwie ist das sehr seltsam. Ich würde sagen, wir kümmern uns da mal später drum. Also sie möchte, glaube ich, gerade nicht aufgemuntert werden, so wie es aussieht. Ja, hier sind ganz viele... Oh Gott.
hasse MMOs, die so überlaufen sind. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, Achso, ich muss ja erstmal zurück, hatten wir ja gesagt, genau. Um das Ganze am Anfang abzugeben. Aber trotz, dass das Spiel schon so alt ist, ich glaube von 2010, meine ich, ist es rausgekommen, scheinen doch noch einige hier drin zu spielen. Ah, was ist das denn? Was bist du denn für eine süße, ja, Ente oder so? Ich weiß es nicht. Und eine dicke Katze. Die sogar dicke Katze heißt. Das ist ja cool. Kann ich eigentlich... Ah, schade. Ich dachte, ich mache so ein... Dings nach vorne. Sollte ich hier nicht was abgeben? Oder muss ich mit dem Typen am Anfang sprechen? Nee. Hä? Wo bin ich denn? Ach, ich musste woanders abbiegen. Okay. Ja, gut. Dann laufen wir halt nochmal woanders hin. Also bisher, dieses Hin- und Hergelaufe und so. Und die Grafik, das finde ich schon ziemlich geil. Die Frage ist jetzt nur, wie finde ich es, wenn ich gekämpft habe? Genau, da ist das okay. Weil, naja, man muss halt mit der Kampfsteuerung klarkommen. Und wenn die schon wirklich scheiße ist, habe ich schon keine Lust mehr, das Spiel überhaupt noch zu spielen. Also bisher habe ich ja noch nichts bekämpfen dürfen. Ich hatte vorhin mal offline probiert, mal irgendwo hier rauszukommen und mal auf was drauf zu schießen. Ach da. Aber das ging nicht. Also die wollten alle irgendwie nicht, dass ich rausgehe. Hm, Bernadette schickt dich. Du siehst zwar noch etwas grün hinter den Ohren aus, aber vielleicht hast du ja Potenzial. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob du dir in Gridania einen Namen machen wirst. Wenn du es ernst meinst, will ich dich gerne auf die Probe stellen. Ja. Nein, ich will die Gegenstände nicht benutzen. So. Vermutlich kannst du Kastelob von deinen Abenteuerqualitäten überzeugen, wenn du ein paar Forstfungi erledigst. Okay. Direkt vor der Stadt treiben sich einige Forstfungi herum. Jetzt habe ich Hunger auf Pizza. Und mir sind beunruhigende Berichte über sie zu Ohren gekommen. Offensichtlich versprühen sie ihre Sporen in der ganzen Gegend. Die Sporen bedecken die Bäume und Pflanzen stören ihr Wachstum. Dagegen hilft nur ein Mittel. Die Forstfungi müssen dran glauben. Oh nein. Nun möchte ich dich bitten, 6 Forstfungi zu erledigen. Einzeln sind Forstfungi zwar keine allzu furchteinflößende Gegner, aber in der Gruppe können sie schon gefährlich werden. Sei vorsichtig. Ja, ich weiß, dass ich diesen Auftrag mal mit meinem Hauptaccount gemacht habe. Den habe ich ja, wie gesagt, hier nur angelegt, um das Spiel mal wirklich zu testen. Weil mit meinem Hauptaccount war es ja so, dass ich mich als Gameplayerin und so weiter angemeldet habe, auch mit meiner E-Mail-Adresse. Und den kann ich jetzt nicht mehr benutzen, weil diese 30 Tage wohl rum sind. Und ja, die halt nicht möchten, dass ich... die können sich im Nachhinein noch umziehen, okay. Die halt nicht möchten, dass ich weiterhin... Ja, das Spiel mal teste. Also ich war jetzt nicht viel weiter wie jetzt, weil ich habe diesen... Ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Aufträge noch gemacht. Das mit dem Lachen habe ich mal hinbekommen. Das mit dem... da war noch eins auf dem Marktplatz. Das hatte ich noch gemacht, die Quest. Und dann hatte ich diese Quest, dass ich diese komischen Viecher da töten soll. Und da genau war dann nämlich mein Problem. Ich konnte ihn nicht anvisieren. Gut, mittlerweile habe ich andere MMOs gespielt, weiß, dass man wirklich draufklicken muss, damit die überhaupt anvisiert werden, sonst schießt die einfach daneben. Das wusste ich zu einem Zeitpunkt nicht, weil, wie gesagt, ne, Teso verwöhnt, da kennt man sowas nicht. Da schießt man einfach und entweder schießt man vorbei oder man hat getroffen. So wie es ja, ja eigentlich jeder mag und spielen möchte, aber das scheinen MMO-Macher noch nicht alle verstanden zu haben. Jedenfalls ist das der Grund, weshalb ich jetzt hier einen zweiten Account anlegen musste mit einer anderen E-Mail-Adresse, also sprich mit meiner privaten E-Mail-Adresse jetzt. Und darauf spiele ich jetzt das Ganze ein bisschen an, werde dann aber später definitiv mit, also wenn mir das Spiel weiterhin so gefällt, im Moment muss ich sagen, finde ich es gut, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Steuerung jetzt im Kampf ist. aber im Moment finde ich es soweit gut und denke, dass ich es definitiv auch weiterspielen werde. Also weiterspielen auf jeden Fall.
ob ich es weiterspiele, als ich kostenlos kann. Also bis zu diesem Level 35 sollte ich das überhaupt schaffen innerhalb dieser 30 kostenlosen Tage. Das weiß ich noch nicht, aber ich befürchte leider, dass es ganz stark danach aussieht, weil es endlich mal ein MMO ist, was wirklich sehr, sehr gute Grafik hat. Leider vom Spielesystem her noch veraltert ist, aber von der Story her, also nach dem, was ich bisher mitbekommen habe, doch schon ziemlich Spaß macht. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Aber ihr sollt jetzt auch noch ein bisschen gespannt bleiben, deswegen mache ich hier mal einen kleinen Cut. Deswegen und weil wir schon lange über die 20 Minuten drüber sind. Und würde sagen, dass wir unseren ersten Kampf dann im nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.